dieses dämliche Google-Navi mich durch den Wald gejagt. Ich dachte mir, alles nicht dein Ernst. Na, zum Glück hast du Allrad, Schlamm, Pfützen, alles hoch. Das Auto sah aus. Aber wieso bloß von einer Seite gewaschen? Weil von der Innenseite so gestreckt war. Ach so, die andere Seite hast du dann gelassen? Ja, ich habe bloß abgeschlossen. Hast du bloß 3,50 Euro einstecken gehabt oder was? Ja, viel mehr war nicht, nee. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Video an hier, sonst sind die Leute gelangweilig, weil wir reden jetzt nämlich gerade über einen Opel Insignia OPC. Ja. Ja, Besitzer ist hier. Sehr guter Hallo. Kumpel. Problem ist bloß, es passt nicht so richtig auf den Channel. Ich bin auch am überlegen, ihm mal ein Auto zu verkaufen, aber er will nie so richtig. Warum gefällt dir eigentlich AMG nicht? Weil Holzoptik. AMG ist ja an sich nicht schlecht. Aber? Nö, klingt doch gut. Ist ja eigentlich geil. Das haben ja nicht alle Holz. Aber er meckert immer über das Holz in den Autos. Holz ist nie seins. Gut, wie gesagt, wenn wir mal sowas vorstellen wollen, könnt ihr ja mal Bescheid geben. Ja, ob wir mal so einen schönen Opel Insignia OPC AMG mal vorstellen wollen. Ja. Bei dir alles klar, Robert? Robert, sag euch auch erstmal Hallo, oder? Happy Welcome. Oh Gott, das ist los. Heute soll es mal um den V8 gehen. Habe ich mir mal wieder was gekauft. Ja, um Gottes Willen, die sagen schon immer alle, langsam dreht er durch. Fahrzeug ist natürlich mit etlichen Problemen behaftet. Wir gehen mal rum. Denke mal, die meisten werden es dann schon erkennen. Zeig mal von der Seite das ganze gute Stück. Es ist halt etwas tief. Macht sich an sich nicht schlecht, ne? Aber ja, Ermatik, große Probleme. Wir werden mal gemeinsam mal schauen, was wir an dem Fahrzeug alles machen müssen. Kompressor funktioniert, den haben wir schon mal ausprobiert vor uns, mal geprüft. Also der bringt noch seine Leistung. Vorne links Luftbalg undicht. Hinten links undicht. Hinten rechts undicht. Also die komplette Luftsache undicht. Aber wie hast du vorhin so schön gesagt? Ist doch nur Luft, ne? Luft macht nicht. Luft macht nicht. Ja. Also hier müssen wir mal wirklich schauen. Das Fahrzeug hat gerade mal 190.000 Kilometer runter. Ist erste Modellreihe noch, also Vormopf 500er M113. Wird so langsam zu meinem Lieblingsmotor. Haben wir ja auch im 210er noch drin. Bisschen abgewandelte Variante hier. Wir schauen uns mal das Fahrzeug heute in Ruhe mal an. Wir machen mal eine kleine Bestandsaufnahme. Probefahrt wird wahrscheinlich gerade ein bisschen schwierig werden. Das Fahrzeug ist doch etwas tief, er pumpt und nicht mehr hoch. Er hält einfach auch das Niveau nicht mehr. Das Fahrzeug hat momentan kein Niveau. So, würde ich sagen, wir schauen uns erstmal den Innenraum an, oder Robert? Mach mal. Komm, wir gucken uns mal den Innenraum an. Geh mal drüben rein. Ich mach dir sogar die Tür auf. Ach, das ist ein Service. Ja. Sehr gerne. Mal hier die ganzen Spaß hier mal wegräumen. Geht das so? Kannst du da einsteigen, natürlich. Robert? Geht das? So. Was haben wir denn eigentlich alles? Also die Ausstattung ist schon echt krass. Distronic. Erstes Fahrzeug mit Distronic. Das ist Distronic. Ich hoffe mal, die funktioniert. Konnte ich noch nicht ausprobieren. Wie gesagt, ich habe das Fahrzeug erst gestern bekommen. Keyless Go. Funktioniert leider momentan nicht. Wie ich sage, wir können es mal ausprobieren. Aber ich glaube, es geht nicht. Also es würde mich jetzt stark wundern, wenn es jetzt funktioniert. Nee. Keyless Go geht nicht. Müssen wir mal schauen, wo es daran liegt. Distronic, wie gesagt. Klima... wie heißt das? Thermatik. Klima... ja, Thermatik. Sitzheizung mit Sitzlüftung haben wir. Elektrische Sitze mit Memory-Fahrer. Auf Beifahrerseite auch. Harman-Kardon-Anlage haben wir verbaut. Ja. Ermatik-Problem. Wie man sieht hier, Ermatik verbaut, Parkpiepser, ja, die ganzen Sachen. Also da ist schon an Ausstattung einiges vorhanden hier an dem Auto. Deswegen habe ich gesagt, den kaufen wir mal. Preis sage ich jetzt in dem Moment erstmal noch nicht, weil das Fahrzeug ist ja nicht für mich. Das Fahrzeug soll ja auch wieder verkauft werden, einmal komplett fertig gemacht werden und dann an Kundschaft wieder verkauft werden. Die gehen aber auch noch einige Euro rein. Hier muss ich erstmal kalkulieren und mal schauen, was am Ende dann bei der ganzen Sache rauskommt. Wo wir jetzt hier an Investitionen noch liegen, das kann ich jetzt momentan noch nicht so ganz genau absehen. Kilometerstand haben wir jetzt ganz genaue 192.507, also eigentlich nichts für den Motor. Und natürlich hier sofort kriegst du es drauf.
kommt schon, wenn du die Zündung anmachst, Stopp, Auto zu tief. Ich denke mal, das kennen die ein oder anderen Leute. Aber anspringt tut er schon mal. Hochkommen tut er trotzdem nie. Leider. Wir schauen mal vorne rein. Aber ich denke mal, den Motor kennen ja die einen oder anderen Leute eigentlich schon. Aber wir gucken mal vorne rein. Los. Eine kleine Proberunde könnte man vielleicht wirklich mal drehen, oder? Willst du mitkommen? Auf eine Proberunde? Wenn du hinten drin sitzt, wird es bestimmt noch interessanter. So, also, wir haben ein ehrliches Fahrzeug. Richtig schön staubig. Ich hoffe, man versteht mich noch. SPC ist schon mal generell überholt worden. Leider keine neue drin. Die funktioniert aber. Und ja, also von der Motorseite her mache ich mir da hier gar keine Sorge. Das größere Problem ist halt, wie gesagt, das ganze Luftfahrwerk. Aber da haben wir noch ein anderes Problemauto, wo wir das Ganze auch noch mal mit thematisieren werden. 306 PS. Da geht schon ordentlich was. Insofern das Auto natürlich mal ordentlich funktioniert wieder. Und wie gesagt, vielleicht hat ja schon der ein oder andere Interesse an dem Auto. Da kann man sich ja schon mal melden. Voranmelden fürs Fahrzeug. Hier wieder das ganz große Problem. Robert, komm mal ran. Das ist natürlich immer wieder das Problem. M112, M113. Ventildeckel. Die müssen wir halt mal mit wechseln. Ja. Ich denke mal, Zündkerzen könnten mal mitgetauscht werden. Kompletter Service wird auf jeden Fall nochmal gemacht. Aber das ist jetzt erstmal nicht so das Problem. Was schon mal schön ist, dass die Scheinwerfer noch gut aussehen. Hier sind noch nie verblichen. Machen wir schon mal die Streuscheiben, die tauschen. Mache ich in letzter Zeit mehr als genug, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ein geiles Gimmick, wie gesagt, noch das Tronic hat er. Ob die funktioniert, weiß ich nicht. Müssen wir dann mal ausprobieren. Können wir ja in der Probefahrt mal probieren. Ich glaube es momentan nicht. Und wir gehen mal hin noch. Noch eine schöne Sache. Wir haben, funktioniert zwar das ein oder andere Mal auch nie so richtig. Ah, jetzt geht es gerade mal ordentlich. Elektrische Heckklappe. Geht er wieder zu? Jawohl. Sehr schön. Traumhaft. Ich würde mal sagen, wir setzen uns mal gemeinsam rein und machen mal eine schöne Probefahrt, oder? Los geht's. Kriegst den Uni angehoben, ne? Kannst du hier anmachen? Leuchtet auch. Aber es passiert nichts. Also Auto sagt Stopp, Auto zu tief. Es kann nur lustig werden. So, schauen wir. Alles zugeparkt hier. Mal sehen, wie weit wir kommen. Sonst muss oben einer dann zurücklaufen. Also, David. Weil es hinten schleift. Hoppel, hoppel, hoppel. Erstmal anschnallen. Vorschriftsmäßig anschnallen. Hast du jetzt die Sitzlüftung angemacht bei dir? Ja, natürlich. Also, schwarzes Leder. Hui. Steht die Frage nicht. Es ist sehr hoppelig, ne? Alter. Hui, der versetzt auch wunderschön an der Hinterachse. Um Gottes Willen, ey. Heieieiei. Hui. Also was sagt ihr so zum Fahrkomfort? Läuft ein bisschen hart. Hinten ist angenehm. Hui. Also wenn ich jetzt mal, schwenkt mal rum hier, jetzt sind wir wieder beim Abstellparkplatz. Ja, haben wir immer die C-Klasse, dann haben wir hier noch den... Ja, mit dem Elektrikproblem, da werden wir uns auch noch mal drum kümmern müssen. Ja, und dann haben wir hier den aus Berlin. Der steht sogar relativ gut da, muss ich sagen, momentan. Ja, Sonne blendet ein bisschen, ne? Der hat auch Ermatik-Probleme, aber da steht der echt noch gut da dagegen, ne? Hängt nicht so an der Knie. Alter Verwalter. Ne, ich glaube, hier eine große Probefahrt brauchen wir hier gar nicht anfangen jetzt. Aber Leistung hat er. Das hat er. Also Leistung hat er definitiv, aber... Ich glaube, wir fahren hier nicht großartig weiter. Alter! Jetzt merkst du es. Himmelswillen, ey! Scheiße! Ich glaube, die restliche Luft ist auch raus jetzt. Ja, ich glaube auch. Wir fahren mal ganz vorsichtig wieder zurück. Schalten tut er schön. Aber
hier haben wir echt noch viel vor. Gottes Willen. Achtung. Nee, also mit Probefahrt brauchen wir hier nie anfangen. Uiuiuiui. Also, da ist noch einiges zu tun an dem Auto. Wir versuchen den mal auf die Hebebühne zu nehmen. Und schauen mal, ob wir den mal von unten uns ein bisschen anschauen können. Und mal gucken, was da alles jetzt so von unten optisch zu erkennen ist, undicht ist. Ob es jetzt nur die Druckspeicher sind an der Hinterachse, das wäre natürlich schön. Weil wenn wir hier alle Bälge tauschen müssen, vorne, hinten, dann sind wir schon mal im 2000 Euro Bereich, nur alleine Material. Das wird dann schon ein bisschen zu viel des Guten. Mal sagen, das passt natürlich wieder super ins Video rein. Wenn vielleicht der David mal so nett wäre und mal sein Insignia AMG OPC mal zur Seite fahren würde, damit wir dann mal das andere Auto raus und das eine andere Auto reinfahren könnten, wäre das super. Wir können ja mal einen Klangvergleich machen, oder? Mal so OPC gegen so einen ganz normalen V8 500er von Mercedes. David, komm mal rangefahren, hier daneben. Das müssen wir uns mal anhören. Wie ich sagen muss, schlecht sieht das Auto schon nie aus, ne? Also, komm, wir machen mal einen Klangtest. komm, mal hier hinter. Und mal nicht direkt drauf halten, bloß mal so seitlich ein bisschen. So, gib mal Gas. Okay, klingt ja langweilig, oder? Dachte doch mehr. Das klingt ja echt langweilig. Ja, lass das mal so stehen. Da fuchst ja nicht mal. Ja, ist ja gar nicht. So bist du V6. So, steigt der gute David mal bitte in den ein. Dann gucken wir mal, wie der klingt. Ja? Komm, dass du mal in einem ordentlichen Auto sitzt. Sicherlich klingt er gut. So, mal sehen, wie der hier klingt. Kann ich jetzt einfach aufs Gas treten, weil ich mag kein Automatik. Einfach aufs Gas latschen, ja. Alles klar. Ach so, das war auf der anderen Seite. Ja, klingt verhalten, aber dafür, dass wir hier bloß eine normale Variante haben, ne? Ja. So, würde sagen, wir fahren den mal rein. So, ich habe das Fahrzeug selber noch nicht mal von unten mir angeschaut. Ich wäre auch gerne Kameramann. Da müsste ich das alles selber. Hättest du in der Schule besser aufgepasst? Ja, wäre ich Kameramann geworden. Würdest du jetzt hinter der Kamera stehen, nicht davor? Also das passt schon mal. Jetzt werden wir dann nur die Hebebühnearme wieder wegkriegen. Wenn wir unten haben. Reicht nie. So, wozu bist denn du jetzt eigentlich heute da? Einfach so. Geh mal hier an den Radkasten, geht mal ein bisschen an. Komm. Ah, ein Traum. So. Jetzt liegt er offen. Wird jeder genötigt, sich mal der Füße zu machen. Hier muss jeder mitarbeiten. Mann, du hast dich gerade an der Wand zeigen. Ich weiß. Überall. Weiße Farbe. Kannst du mich ja einstellen als Wagenheber? Ja. Ich kann dir leider wahrscheinlich nicht so viel bezahlen. Oh, wir stehen ein bisschen weit drüben. Mach mal. Heb mal. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oho. Zieh. Oh. Ja, komm. Warte mal kurz. Dann probieren wir den mal hier hinten ein bisschen anzuheben. Aber das ist mal der Beweis, dass Sven sich wirklich die Pfoten auch mal dreckig machen kann. Halt die Klappe. Dumme Kommentare hier. In der Kamera. Geht an der Stelle? Ja, sieht gut aus. Dürfte schon reichen. Oh. Probier mal drunter zu kriegen. Ja. Passt das in der Mitte drunter jetzt? Das unter dem Puffer? Ja, ja. Das ist. Oh, Differential trocken. Das ist schon so verrostet, weil es so trocken ist. Wie gesagt, das muss alles mal ordentlich mal gecheckt werden, hier Druckprüfung mal machen und alles. Oh Gott, die Behälter sehen ja echt schon interessant aus.
Wir können mal hier mal ein bisschen was dagegen sprühen und mal schauen, ob es aus den Behältern Druck ablässt. Ei, Gottes Willen. Sieht man das eigentlich auf der Kamera? Ich muss nochmal bestimmt Licht anmachen. Ja, das sieht man. Das ist ja... Also Unterboden könnte hier echt mal echt Liebe gebrauchen. Ist ja Wahnsinn. Schon mal eine Lampe. Also die Schweißkünste hier sind ja echt Wahnsinn. Ja. Ja gut, das hast du aber fast an jedem immer mal wieder. Mörder hat sich auch ausgetobt unterm Auto. Das ist, sieht auch sehr interessant aus. Wie gesagt, motorseitig haben wir ja keine Probleme, das geht ja. Und hier ist schon rissig, obwohl das neu ist. Ne? Das Traggelenk ist neu. Geht schon ein bisschen los hier mit rissig. Schöne große Bremsanlage. So, und der Kollege ist definitiv undicht hier. Da brauchen wir gar nicht ringsum reden. Schön wäre es natürlich, wenn wir Glück hätten und es wären bloß die Schläuche. Ne? Was wir ja des Öfteren haben. Oh, hier, guck mal, Traggelenk eingerissen. Komplett hier, der Gummi. Ah, da brauchen wir jetzt okay, ne? Wie gesagt, das kriegst du jetzt alles nie festgestellt. Weil eine ordentliche Probefahrt ist ja gerade nicht wirklich möglich hier. An dem Auto. Also rosttechnisch hält sich das alles noch in Grenzen. Wie sehen die so unsere schönen Bremsschläuche aus? Bremsleitungen aus? Oh, geht noch. Also Unterbodenkonservierung brauchen wir hier auf jeden Fall mal. Ich würde mal sagen, ich hole mal unser Lecksuchspray. Da sehe ich ja schon, dass das hier rauszischt. Da brauche ich nicht mal Lecksuchspray wahrscheinlich. Mal ran, Robert. Machen wir ja schön die Druckspeicher hier. Ich weiß nicht, ob wir das dann auf die Kamera kriegen. Ich schaue mal hier ein bisschen was dagegen. Mal von hier. So, viel Druck wird jetzt auch nicht mehr da sein. Ja, ist jetzt gerade nicht viel Druck da. Der wird komplett leer sein. Was denn, wie es auf der Seite aussieht hier? Oh, dagegen spielen erstmal hier. Gar nicht so einfach. Hier ist ja gar kein Druck mehr dahinter. Ah ja, hier kommt es rausgezischt. Das wirst du jetzt nicht auf die Kamera kriegen. Ja, also die Druckspeicher müssen auf jeden Fall mal neu. Ah, hier fehlt es an Druck. Aber Mini-Blasen kommen hier auch noch raus. Ich hoffe mal nicht, dass es die Bälge hinten auch noch sind. Ah, das hatte ja vor uns ja auch schon gezischt, ne? Ja. Ja. Ah, hier geht's. Das sehe ich jetzt nicht, dass es da rauskommt. Es sind auch schon zwei Schlauchstellen dran. Normalerweise ist da bloß eine dran. Hier sind auch zwei Schlauchstellen dran. Da haben sie schon mal probiert, das wieder dicht zu kriegen. Ja, wir müssen hier mal eine richtige Druckprüfung mal machen und mal schauen, wie das wir dann hier was austauschen und dann ist es am Endeffekt das Falsche. Ja. Also unterbodentechnisch müssen wir hier echt ein bisschen was tun. Ölig ist er erstmal nicht. Alles trocken, was man jetzt soweit sieht hier am Unterboden. Also das Getriebe ist definitiv trocken. Das ist so trocken, dass schon die Ölwanne anfängt zu rosten. Gut, lassen wir mal wieder runter. Ich hoffe mal, wir kriegen den wieder von der Bühne runter. Den Kollegen. Also so wäre ideal. Gut, hinten können wir noch ein bisschen runter. Obwohl, nee. Also wenn das dann alles wieder dicht ist, auf die Höhe einstellen, das wäre perfekt. Also wenn er so da steht, noch ein paar schöne 18, 19 Zoll drauf. Das sind ja kurioserweise hier auch schon 17 Zoll. Liegt aber daran, dass die große Bremsanlage sonst nie passt. Also der ist ab Werk mit 17 Zoll. Standard Mercedes-Felgen. Mal weiter runterlassen. Mal sehen. So, mal sehen, ob wir jetzt wieder ausfliegen. Gesehen? Hast du das gesehen? In Wahnsinn. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein Special-Video zur Amatik. Dass wir einfach mal schauen, dass wir mal gemeinsam mal eine Amatik-Prüfung machen. Kriegst du den hier weg?
Jetzt müssen wir mal eine schöne Ermordig-Prüfung machen. Wasser! Schleift schon auf dem Boden hier. Mal komplett eine Ermordig-Prüfung machen, dass wir mal gemeinsam schauen, wie so eine Ermordig-Prüfung überhaupt aussieht. Und ja, dann werde ich wohl nicht ringsrum kommen, hier den ein oder anderen Luftbalg neu zu kaufen. Und dann müssen wir den eben mal wieder einbauen. War es ein wichtiges Telefonat? Von zu Hause. Von zu Hause. Sollst du hinkommen? Nee. Gut, ich würde sagen, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Fahrzeug mal reinschreiben. Wie gesagt, es ist eine ganz schöne Baustelle. Dementsprechend war natürlich auch der Preis relativ günstig für so ein Fahrzeug. Ja, wenn der technisch erstmal wieder ordentlich dasteht, werden wir mal schauen, ob man auch optisch noch etwas aufhübschen. Das ist bloß das Gefühl, dass meine Mütze schief. Und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, der ist dann auf jeden Fall zum Verkauf. Wenn der ein oder andere Bock hat auf das Auto, so wie er jetzt hier steht, könnt ihr mir ja gerne mal Angebote machen. Also gerne verkaufe ich es auch so für jemanden, der sich selber fertig machen will. Ja. Könnt ihr ja gerne mal ein paar Kommentare dazu abgeben. Ich sage, E500 V8 geht auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Ciao.